Tag 7. Und es klingt bekloppt, wenn ich sage, dass ich alle 4 verbleibenden Schiffsteile in diesem Part, an diesem Tag finden möchte. Aber das ist genau das, was ich vorhabe. Ja, denn 3 Teile liegen nur rum. Ich glaube, das eine liegt einfach nur im Wasser. Gar nicht mal das hinten, wo wir die Gegner besiegen müssen, das haben wir auch schon. Es gibt nur ein noch schwieriges bei dem behämmerten Pilz. Wir gucken jetzt erstmal, was mit dem Raumschiffteil ist, was, glaube ich, einfach nur in der Prärie liegt. Wo war das? Das vergesse ich leider immer wieder, aber ich glaube, die können es einfach da wegnehmen. Da kann man nämlich auch irgendwie sich entlang heddern. Da ist es. Das ist doch gar keine Kunst, ne? Einfach rausholen. Ja. Mein Ionen-Chat Nummer 1. Es gibt doch Nummer 2. Leider strömt der Chat einen unangenehmen Duft aus, aber er erhöht meine Fluchtgeschwindigkeit. Der Gestank ist ein kleiner Preis für diesen Vorteil. Ja, das habe ich voll verwechselt. Pass auf. Da ist das andere Teil. Ich habe gedacht, da muss man sich so hoch buxieren. Da kann man sich ja Äste bauen und dann hier oben landen. Das braucht es allerdings gar nicht. Kann man sich so einfach holen. Schön. So, für den Rest eigentlich nur Rot-Pigmen. Das ist der Witz hier. Wie viele haben wir denn davon? So viele Rote haben wir nämlich gar nicht. Wir kriegen keine 100 voll. Oh, 96. 96 also. Mhm. Na, schick mal die weg. Die überflüssigen Blauen da. Ihr habt genug getan. Für euer Vaterland. Euren Planeten. Eigentlich nur für Olimars Wohlergehen, aber das wollen wir jetzt ja nicht thematisieren. Ach, die waren noch nicht drin. Entschuldigung, Entschuldigung. Die waren noch nicht in der Zwiebel, die paar blauen Pigmen da. So, jetzt beeilt euch! So lange ist der Tag nicht, aber das wird schnell gehen. Also die beiden, wir haben die ja schön vorbereitet. Das eine Ding haben wir aus dem Wasser geholt. Boah, einer hängt da fest. Hallo, gut. Ne? Müssen wir mit blauen Pigmen aus dem Wasser holen und das andere müssen die im Wasser so ein Ding aufmachen, so eine Quelle oder eine Fontäne rauskommt. Und dann müssen wir die gelben Pigmen nehmen, hochschmeißen und die tragen das runter, die Stelle, die verpackt war im alten Let's Play. Die hat diesmal funktioniert. Reibungsplos. Und jetzt empfiehlt es sich, einfach in die Flammen zu rennen und sich schwer zu verletzen. Verbrennungen 8. Grades zuzusehen. Gut, das hätten wir schon. Schatz Nummer 1. Nee, die sind echt kein Problem. Also wenn wir das nicht hinkriegen, in dem Part diese Welt zu beenden, dann... Nee, dann falle ich vom Glauben ab. Vom Nichtvorhandenen. Wenn dieses Teil kaputt ist, wäre das katastrophal. Ich werde so bald wie möglich einen Check durchführen. Alles klar. 12 Teile gefunden. Oh, und wir können in die 4. Welt reisen. Dabei haben wir die anderen Sachen in der 1. und 2. Welt noch überhaupt nicht uns angeschaut. Ne? Da können wir mit dem blauen Pigment ja noch mehr erreichen. Das machen wir dann als nächstes, bevor wir die 4. Welt in Angriff nehmen. So. Alter! Ja, ich bin halt immer noch bei Pigment 2. Da hat man ja so einen Flammenschutz, da macht das einem gar nichts aus. Deswegen habe ich da gar nicht drauf geachtet. So. Nehmt das. Meine Waage, meine Tochter hat mir dies geschenkt. Es ist ihr Sternzeichen, meine süße Kleine. Was sie jetzt wohl gerade macht? Keine Angst, sie wird ja noch Briefe schreiben in Pigment 2. Sind auch ganz witzig mit den anderen Personen, mit der Frau und Louis Vater, all das. Wie gesagt, meine Let's Plays in Pigment 2 und 3. Sehenswert und könnt ihr euch reinziehen. Sofort, jetzt. So. Das ist gut. Also die Gegner habe ich einmal besiegt, die sind die ganze Zeit weg. Vielleicht werden sie am nächsten Tag dann endlich wieder da. Endlich, also ich brauche die nicht, ne? So, ich hol schon mal Pigmen. Zum Kämpfen brauchen wir mehr als 11. Bin gespannt, wie das funktioniert. Wir schicken euch wieder weg. Und brauchen dann nur die Roten, weil die am besten fighten. Das ist, ich erkläre es schon mal, der Boss, den wir da sehen werden, der hinterlässt so komische Sporen. Wenn die Pigmen damit konfrontiert werden, wenden sie sich gegen mich, also gegen Olimar und verletzen ihn. Das sind dann die Lila.
Nee, sind es keine Leader-Pikmin. Eigentlich schon, doch, ne? Irgendwie schon. Aber andere Lila-Pikmin. Schwarze Pikmin. Was weiß ich. Werdet es gleich sehen. Um dem aus dem Weg zu gehen, bin ich immer mit Olima alleine hingegangen. Ich glaube sogar, das würde zeitlich reichen, aber wir probieren es trotzdem. Oh, hier sind noch so viele Gegner auch. Boah, nee. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Egal. Egal. So, da ist er. Also attackieren, dass er umfällt. Ich glaube, wenn er wegrennt, fällt er um. Das muss die Lösung sein. Oder müssen wir ihn... Wir müssen ihn attackieren. Dankeschön. Ich hole euch gleich, wenn eure Kollegen verstorben sind. Analoger Computer. Er versteckt die Gefühle des Dolphinencomputers. Er beschleunigt den Computer, bringt mich auch schnell in Rage. Er erinnert mich an meinen Chef. Den würden wir auch kennenlernen in Pikmin 2. Eben hat meine Stimme kurz versagt. Habt ihr das gehört? So. Der... Nein! Ja, oh, die sind jetzt gegen uns. Die sind jetzt Pilz-Pikmin. Werden die nach einer Zeit normaler oder so? Verwandeln die sich... oder sterben die? Ich habe das Gefühl, die sterben einfach nur. Was soll ich machen? Der Schaden um meinen Raum zu bringt mich an den Limit. Das Sicherheit wäre sofort zum Dolphin zurückzukehren, um meinen Raum zu reparieren. Allerdings würde ich jetzt sterben, wäre das katastrophal. Wir schaffen das nicht. Oder schaffen wir das? Überlebt Olima das? Wären wir doch bloß nicht in die Flammen gerannt. Ich glaube, der überlebt das. Boah, ich habe schon gedacht. Schütteln bringt ja nichts. Wir konnten auf dem Gamecube auch nichts schütteln. Ja, die Pikmin haben sich gegen mich aufgelehnt. So kann's gehen. Das fühlt sich an wie ein D-Abo. Ja, erstmal noch der Schatz. Das genießen wir, klar. Ich glaube, die Pikmin, die können, also die noch positiv mir gegenüber sind, die können mich dann wieder befreien. Aber ich habe jetzt keine Ahnung davon. Okay, meine Tochter hat mir das geschenkt. Mein langes Fortbleiben wird sie beunruhigen. Und mein Tod, den ich gleich erleide, auch. So, 14 Teile. Wir müssen jetzt... Hallo? Helfen die anderen mir? Müssten wir unbedingt helfen. Was soll ich tun? Oh, mir geht's wieder gut. Oh, die sind wieder normal geworden. Oh, ich hab gedacht, wir verrecken. Das wäre eine Katastrophe. Dann hätte das auch mit den Parts nicht mehr gestimmt. Dann wäre Tag... 12, nicht mehr Part 12 gewesen und so weiter. Aber wir haben wieder volle Energie. Das ist gut. Und jetzt nehmen wir die anderen Pikmin mit. Ah, 66. Jetzt. Ne, wir müssen aufpassen. Wir dürfen nur in kleinen Gruppen angreifen. Stellt euch vor, uns würden da, keine Ahnung, gleich 10 Pikmin verkloppen. Da hast du verloren, mein Freund, ey. Kannst du noch so viel Energie haben? Erstmal ihr. Wir müssen so oder so besiegt werden. Das ist dann das letzte Raumschiffteil, das es da braucht. Nein, bleib doch mal da. Die anderen stehen einfach in der Gegend rum. Ich glaube das nicht. So. Soll mir nur... Ah, nicht so viel angreifen. Wir müssen einfach intelligent sein. Deswegen bin ich jetzt erstmal sehr... bekloppt! Und aufsehen, seine Beine oder Hintern oder was weiß ich, was es darstellt. Ich habe erst daneben gezielt, wie ärgerlich. Nein, weg! Okay, bekämpfen wir die einen Pikmin mit den anderen. Dann dürfen sie nicht an Olima ranlassen. Guck, die bekehren die! Und jetzt alle drauf. Ja, die bringen die um quasi, aber was soll's. Aber so geht's viel schneller als meine Methode. Freunde, ich kann offiziell verkünden, wir kriegen's hin. Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden. Kann man damit auch Pokémon Omega Rubin spielen? Er ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmischen Stürme geleitet. Und er sieht absolut cool aus. Okay, ein notwendiges Teil.
Sehr gut. Was, der braucht 30? Was zum... Aber es sind noch genug da. Souverän geschafft. Ich hätte gar nicht so ein Drama machen müssen bei dem. Oh. Hey, Froschgesicht. Was macht er denn? Keine Ahnung, wo er hin will. Ist mir allerdings ganz recht. Ich frage mich nur, wo die hin wollen jetzt. Ach, da habe ich ja auf. Das ist ein guter Weg. So, aufgepasst, dann... Ich will das nicht fragen, ich will... Ja, er kriegt, sie sind zu schnell für den. Muhahaha. So, so, so. Aber wir machen das zu blau. Also wir werden dann den Rest des Tages, wo wir hier sind, noch ein paar Pikmin züchten, ganz einfach. Bin sehr froh, guckt euch's an. 4 Teile, so schnell. In einem halben Tag, möchte man meinen. Okay, ein bisschen mehr, aber trotzdem. Es sind aber auch einige draufgegangen, ganz ehrlich. So, warte, ich hole schon mal welche raus. Ja, aber wir brauchen dringend blaue, merke ich gerade. Allerdings. Die werden aber nicht bekämpft. Denen geht's allen gut, oder? Die kommen da nicht hoch. Ja, dann nehmt einen anderen Weg. Alle, oh. Ich krieg hier ein Herz, Kasper. Da wären die anderen auch nicht vorbeigekommen. Ich kann die Brücke nicht wieder einreißen. Kann man da irgendwie helfen? Aber euch kann geholfen werden. Sehr gut. Dann machen wir hier schon einiges kaputt. Es ist schön. Es läuft. Und wie es läuft. Ja, die Nase läuft. So, so, so. Was? Was ist denn da los? Ja, da ist noch ein Pikmin. Lol. Aber man kann halt nicht alles haben. So, da, da, da. Mir ist egal, ob es blaue sind oder sonst was. Vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Immerhin einen blauen. Okay, da, okay. Ey, aufpassen, dass du das Pilzgesicht nicht... Der war schneller da, ne? Das ist der Seitenruder des Dolphins. Er sieht ein bisschen lädiert aus, aber er sollte funktionieren. Ich mache richtig Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein... zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Habe ich jetzt alle notwendigen? Nee. Wenn ich noch 14 finden würde. Nein! Naja. Ach, ihr seid echt Lappen. Vor allem der Endboss da. Das Pilzface wurde schon bei den Roten abgeliefert. Wir machen das jetzt so. Pass auf. Nee, erstmal rein da. Ah, schön chillig. Also innerhalb von 7 Tagen das so gut hinzubekommen und überhaupt das nach 7 Tagen schon dieses Gebiet abgeschlossen zu haben, das ist aller Ehren wert, oder? Das ist echt nicht so schlecht. Warte doch mal kurz. Jetzt nämlich so viele blaue wie möglich haben. Damit die hier ordentlich was reißen können. Das nächste Gebiet ist zwar, wie gesagt, machen wir zwar erst später, aber auch bei dem Backtracking brauchen wir vor allen Dingen die blauen, ist ja klar. Die sich jetzt alle unter mein Raumschiff quetschen. So. Nehmen. 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 Ach so. Mann, 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 warte, warte, warte. Ich will, dass die im Dings landen, dass wir die nicht rausziehen müssen. Hat einen kurzen Denkfehler hier. Schwupp. Nein! Das brauchst du nicht aufmachen. Komm her. Ja, die ganzen Kadaver hinten bei dem Boss sind wichtig. Das da hinten ist sau wichtig. Toll, eben waren noch beide blau. Hallo?
Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wir machen das richtig. 1, 2, 3. 5. Ha, ist das schön. Nachdem schon so einiges schiefgegangen war in letzter Sekunde, was auch für diesmal nicht ausgeschlossen ist, irgendwie, bin ich jetzt sehr erleichtert und optimistisch. Dumm, dumm. Eigentlich kann man sagen, wir haben genug rote Pigment. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir irgendetwas spawnen können wollen, dann ist es... Dann sind es blaue. Spawnen. Züchten. Boah, nimm noch einen. Du bist zu langsam. So. Gibt's hier hinten Blumen? Nee, andere Baustelle. Das war woanders. Ja, komm, den macht ihr auch noch schnell. Ja, ist wieder knapp. Ich vertraue euch, ne? Die werden es schon schaffen. So, dann langsam Richtung Raumschiff zurück. Langsam ist gut. Beeil dich, du Lappen. Gut, dass ich meine Zeit damit nicht verschwendet habe oder verplempert habe, diese Mauern da öffnen zu wollen. Das wäre einfach nur die falsche Entscheidung gewesen. So. Ja. Nicht auf die Fresse fliegen, komm mit. Ah, den großen kriegen wir noch. Das ist sehr löblich. Ah, da wären noch Blumen gewesen, aber es reicht zeitlich nicht mehr. Ist kein Weltuntergang, aber... Ey, wir müssen das Ding da raus... Warum sind Pikmin gestorben? Naja, egal, dann bleiben hier halt ein paar zurück. Wir werden nämlich nie wieder in dieses Gebiet zurückkehren. Ich habe es geschafft, die Reichweite des Dolphins weiter zu erhöhen. Wenn ich aus dem Dolphin schaue, der sich immer weiter in den Himmel erhebt, so kann ich klar sehen und den Tiefen des Waldes erkennen. Ich will es die ferne Quelle nennen. Morgen werde ich anfangen, dieses Stück Land zu erforschen. Aber für heute brauche ich Schlaf. Der sei dir gegönnt, Olima. Was ist da mit den roten Pigment passiert? Es waren die Opfer. Aber im Endeffekt hatten wir dann mehr. Schön, schön, schön. Und auch die Blauen sind ordentlich aufgestiegen. Würde mehr gehen. Aber es wird auch mehr geben, wenn wir wieder ins erste Gebiet zurückkehren. Und das müssen wir in einem Part schaffen, den letzten Schatz dort. Ja, dazu später mehr. Aber guckt euch's an hier, die leuchtenden Sterne, das sehe ich gerne. Genauso wie ein Daumen hoch unter dem Video. Nicht nur einen, sondern ein paar hundert, würde ich mich echt freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also, bis dann und ciao!